ist er. Hey. Erzähl uns doch mal hier, was du vorbereitet hast. Das ist alles leckeres Essen. So, mal raus. Und Wurstchen und Obst hier. Und Gemüse und Wasser sogar. Du musst dazuhören, was der Chefkoch hier macht. Hier. Aber Radler. Radler, ja. Ja. Der Hansi freut sich, hatte ich nicht. Radler für Radler. Heinz, du warst begeistert für das so Getränk? So Radler habe ich schon lange nicht getrunken. Ah, du hattest Durst, ne? Wir hier schön kalt vor allem. Ja. Oh, wir haben hier auch eine Frau bei uns. Otti, was sagst du denn dazu? Tja, naja, für den ersten Tag ist es okay. Ja, ne? Passt soweit, ne? Passt soweit. Ist dir warm? Wunderbar, ich liebe die Hitze. Wie viele Kilometer hast du hier schon runter? Also gute 100 sind schon. Die ersten 100 sind weg. Ja, genau. Und jetzt fängt es an Spaß zu machen. So ist es. Rechts oder links bei dir. An deine Seite links. Aber wir können ausleihen, wir haben eine Luftpumpe bei. Ja, jetzt warten wir auf die Fähre hier. Jetzt kommt der schon. Aber da ist sie schon unterwegs. Das ist die Elbe. Da wollen wir hin. Das ist unser Fährmann. Schokolade kannst du mitnehmen, die läuft weg. Auch nicht schlecht. Ebenso. Du bist jetzt bei der ersten Etappe 130 Kilometer gefahren, ungefähr, ne? Ja, kann ich dir genau sagen. Ja? 35. Ach was. Ja. Und wie geht es dir denn jetzt? Beschissen. Ach was. Mir geht es immer schlecht, ja? Ja? Ja, ja, nein. Auch wenn es dir gut geht, dann geht es dir auch schlecht, oder wie? Alles besser als Regen. Ja. Sonne scheint, aber hier scheint es doch geregnet zu haben. Ja. Die Luft ist richtig ein bisschen feucht, die Straße ist wunderbar. Wunderbar. Was sagst du denn dazu? Erste Etappe heute und jetzt schon fast am Ziel. Noch eine Stunde. Wahnsinn. Wetter mitgespielt, Essen, Trinken, alles wunderbar. Freude. Es könnte ruhig noch ein bisschen schneller gehen, ja. Na gut, aber wir beide fahren ja nicht allein hier. Genau, genau. Aber es macht riesen Spaß, Verpflegung, alles da. Wir sind alle fit. So muss es sein. Unterhalten uns und dann mal Power geben. Sprintetappen, auch Spaß. Ich sage nur, wunderbar. Wie geht's, wie steht's? Gut steht's. Fazit für die erste Etappe jetzt erstmal? Leichter als gedacht. Das Wetter hat ja auch ein bisschen zu unseren Gunsten sich verändert. Nicht mehr ganz so heiß, ein bisschen Rückenwind. Ja. Was wollen wir mehr? Ja. Einfach toll. Auf der linken Seite jetzt Helmut. Was sagst du denn hier zu dieser ersten Etappe? Ja, die ist 41 Jahre alt, hat uns der liebe Jott hier ein paar Kilometer geschenkt mit seinem Rückenwind hier. Also das war für die erste Etappe eine gute Sache. Also jetzt werden wir die letzten paar Kilometer auch noch, wir haben ja schon 140, werden wir die anderen auch noch schaffen. Hier. Genau. Erste Etappe heute am 9. Juni ist eigentlich sehr gut gelaufen. Mir hat es sehr gut gefallen, als wir da durch die Wälder gefahren sind. Es war schön kühl, es hat super gerochen. Und dann an den Kornfeldern vorbei, bei schönem Wetter. Also wirklich klasse. Prima. Und dafür, dass es erste Etappe ist, sind wir auch noch ganz gut drauf. Ja. Statistik 17:42, 160 Kilometer, ja. Uhrzeit, ja, ungefähr Viertel vor sechs. 17:42, ja. Kommt eher hin. 6:33 Fahrzeit. Gut angekommen sind, ja? Ja, wir sind alle angekommen, der war super. Richtig. Gute Fahrt, wunderschön. Rudi ist auch zufrieden. Wenig verkehrt. Hurra, wir haben es geschafft, die erste. Naja, für Rudi war die Tour ein bisschen zu langsam bisher. Also, hat er geschluckt? Ich war leider heute zu dick angezogen. Ja. Über 40 für die Wärme. Schneller soll 50, 60 fahren. 500 Meter. Und ich stelle fest, dass es mir auch Spaß gemacht hat. Wunderbare Etappe, danke. We'll be right back.